Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, heute machen wir mal eine normale Minecraft-Folge. Naja, was heißt wieder hier normal? Ja, einfach mal so ein kleines Video, wie man irgendwas baut. Das heißt, heute machen wir TNT-Kanonen. TNT. TNT. Ja, und sitzende Stühle. Also Stühle, auf denen man sitzen kann. Das waren wir heute. Hui, so viele Bücher. Guck mal, wir können überall lesen. Oh. Ja. Wenn ihr euch wundert, warum heute keine Simpsons-Folge gibt, ganz einfach. Ich hatte heute einen langen Arbeitstag und tja, das war's auch eigentlich. Aber ich war fleißig. Ich habe schon was gemacht. Also definitiv, morgen kommt was. Und ja. Also morgen kommt wieder Simpsons. Ja, heute ein bisschen TNT-Kanonen. Habe ich schon mal zwei vorbereitet, schon mal ein bisschen so Weitschießen geübt. Einmal so eine zweiläufige und eine einläufige. Wir werden sie beide erstmal testen und dann nachbauen, damit ihr auch euren Spaß habt und eure Freunde ein bisschen piesacken könnt. So, dann nehmen wir mal ein bisschen TNT und befüllen die mal. Also diese doppelläufige schon mal meine Favoriten TNT-Kanonen. Ich finde die echt mega cool. Und ja. So, wann hier nochmal der Knopf? Hier. Eieiei. Aha, die haben schon. Ja, damit kann man schon den Nachbarn treffen, ne? Oh, die andere probieren wir natürlich mal auch aus. Zack. Na, hier. Gucken, wie weit die jetzt liegt. Ah, nicht so weit. Aber macht mehr Damage. Ja, wie baut man die, ne? Also gleich zur nächsten Frage, wie man die jetzt baut. So, ich habe jetzt hier einfach mal so, also den Block, den ihr nimmt, das ist euch überlassen. Ich nehme immer Bedrock, weil wenn es schief geht, müsst ihr nur die Technik neu bauen. So. Guck mal, da ist ein Dorf, ey. Da bauen wir jetzt mal so hin, dass wir auch auf das Dorf schießen können. Ja, das machen wir jetzt, ne, Leute? Das machen wir. Wir schießen aufs Dorf. So, dann treffen wir hundertprozentig. Wir machen zuerst die doppelläufige. Ah, ein bisschen weiter hinten ansetzen. Zack, 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 zack. Ihr müsst die immer so bauen, sage ich mal, wie weit das Wasser fließt. Ich glaube, 9 Blöcke war das. Oder? Waren das neue Blöcke? Waren das neue Blöcke? Ich weiß es jetzt gar nicht. Denk mal, ne? Na, wir werden es gleich sehen. So, die doppelläufige ist 4 Blöcke breit, sodass wir dann so 2 Blöcke breiten Kanal haben für unser Wasser. Das setzen wir dann einmal hinten. Ach, guck mal. Perfekto. Perfekto. Wie viel sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Hab ich doch gesagt. So. Am Ende setzen wir dann einfach Slabs. Da, wo wir die Wasserquelle gemacht haben, ziehen wir dann einfach mal so, ne, so eine Brücke. Dann hier hinten nochmal 2 so ran. Und dann machen wir hier nochmal so einen Bogen. Danach nehmen wir Redstone und legen auf den Seiten, außer jetzt an den ganz vorderen, so eine Spur. Ganz vorne ziehen wir dann 2 Blöcke hoch. Den Eimer nach hinten. Din, 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 din. So. Ah, hier noch ein bisschen so verschönern. Dann Repeater jeweils hier setzen. Du musst sie dann halt da auch wieder aktivieren. Dann Repeater. Repeater. Nee. So. So, 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 so. Und so. Nimm mal sich hier einfach so einen Knopf und guck mal, ob der auch bis da oben angeht. Nee, geht nicht. Warum nicht? Warum nicht? Genau. Zack, zack. Nee. Hier oben machen wir Repeater. Repeater. Die Repeater machen wir natürlich alle auf voll.
beiden Seiten immer gleich machen. Jetzt fahre ich zu weit. So, 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 so. Hier, das. So, dann verbinden wir das hier natürlich noch vorne. Die lassen wir auf 1. Brauchen wir nicht. Und dann können wir das schon befüllen, ne? Und hier vorne setzen wir ganz oben unsere TNT-Kanone. Die Hotdog TNT-Kanone. So, gucken wir mal, wie weit die fliegen. Hui! Ah, wir haben es getroffen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Jetzt hat er einen Pool im Haus. Oder schon mal den Grundriss für den Pool. Ja, definitiv meine Favoritenkanone. Sieht auch ein bisschen stylisch aus, ne? So wie so ein Pumpgun. Und ja, die einledige TNT-Kanone brauchen wir natürlich auch. Da haben wir die gleichen Maße jetzt so von der Länge. Die ist genauso lang. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Kontrolle ist ja immer das Wasser, ne? Wie weit das Wasser fließt. Zack. So, hier ziehen wir dann jeweils drei Blöcke hoch. Hier auch. Und hier vorne zwei. Danach lassen wir dann hier nach noch einen, also machen wir jetzt hier auch nochmal hoch. Weil, wenn wir jetzt hier eine Spur legen, würde der unser TNT-Block angehen. Darum lassen wir das jetzt hier mal weg. Ziehen dann hier einfach mal so eine Redstone-Spur. Hier dann einen Repeater. Einmal hier hinten so ringsrum ziehen. Zack. Dann setzen wir wieder Repeater. Hopp, hopp. Die Repeater setzen wir dann wieder alle auf Full. Also immer dreimal so, ne? So. Zack, 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 zack. Ah, wo ist noch nicht? Wer hat noch nicht? Hier, hier, da, so. Kann ja einmal testen, so, ne? Dass alles angeht. Danach ziehen wir dann hier so eine Treppe. Dann auch wieder. Bing, bing, bing. So, und als Kontrolle jetzt gucken wir jetzt einfach mal, wenn wir starten, ob die alle gleichzeitig angehen. Perfekto. So, dann setzen wir natürlich hier wieder unsere TNT-Blöcke. Immer auf der gleichen Höhe, wie unsere Redstone-Linie ist. Sodass die dann auch natürlich aktiviert werden. Ja, dann können wir gleich mal starten, ne? Boah, hohoho. Na gut, die ist jetzt hier ein bisschen schief gegangen. Aber jetzt weiß ich warum. Die Wasserquelle. Naja, komm, das machen wir nochmal. Das können wir ja besser, ne, Leute? Ah, das schaffen wir. Einmal können wir noch. Aber sie sind geflogen, ne? Also, ich sag mal, ne? So fliegen können sie ja. So, einmal machen wir noch. Aber jetzt. Jetzt schaffen wir es. Mal gucken. Man sieht einen Unterschied, ne? Also so einläufige und zweiläufige. Definitiv zweiläufige gewinnt. Der Damage ist auch diesmal gleich. Aber bei TNT-Kanonen ist ja immer so, ne? Also manchmal schießen sie übelst weit und dann beim nächsten Schuss wieder einfach davor.
Ja, meine zwei TNT-Kanonen. Mit denen ärgere ich auch manchmal ein paar Leute. Ja. So, dann noch zum sitzenden Stuhl, damit ihr mal alle wisst, wie ein Stuhl im Minecraft funktioniert. Zack, kannst dich hinsetzen. Dann sitzt du hier schön bequem. Na gut, jetzt Außenansicht, das ist jetzt nicht so schön. Aber, ne, ein schöner Stuhl kann man damit seine Wohnung einrichten. Und ja, wie baut man den? Zack, 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 zack. Obwohl, das brauchen wir nicht. Ja, Voraussetzung erstmal ein ebener Boden, ne? Zweitens eine Treppe eurer Wahl. Eine Schiene, eine Lore. Ich benutze immer einen Redstone-Block noch dafür. Ein Kolben, ne? So ein normaler. Und einen Zaubertisch. Haben wir das? Entscheiden wir uns denn, wo in unserem Zimmer oder unserem Häuslein so ein Stuhl entstehen soll. Das heißt, da setzen wir dann einen Zaubertisch in den Boden rein. Obwohl, die Wolle brauchen wir doch. So, danach ziehen wir dann einmal so ringsrum die Wollblöcke oder jeden anderen Block, den ihr wollt, den nochmal ein. Hier setzen. Danach setzen wir dann hier an der Außenkante den Kolben, so dass er nach innen guckt. Danach nehmen wir unsere Schienen, platzieren darauf eine Lore und dann aktivieren wir den Kolben, so dass er ihn dann auf den Zaubertisch raufschiebt. Danach deaktivieren wir wieder den Kolben, nehmen dann unsere Treppe unserer Wahl, ne? Platzieren ihn wieder vor den Kolben. Und aktivieren den Kolben. Danach können wir den deaktivieren und abbauen. Alles ringsrum. Und fertig ist unser Stuhl. Nice. Vielleicht wussten es einige schon, vielleicht auch nicht, aber jetzt wisst ihr es. Hundertprozentig. Ja. Das war's auch erstmal fürs Video. Mehr habe ich heute nicht. Aber ich verspreche euch morgen Simpsons Video, wie die Schule eingerichtet ist. Hundertprozentig kommt morgen. Und ja. Vielleicht macht ihr euch auch noch hier so einen Boden, ne, mit Zaubertischen. Ja, das ist ja echt crazy, wenn man hier drüber läuft. So, wii. Naja. So, dann wisst ihr, genießt so ein bisschen den Anblick unserer crazy Map. Ja, und dann sage ich mal ciao und bis zur nächsten Folge.